Also wir bei der Molkerei Grobber, wir machen Milchprodukte, allerdings kein Käse oder Butter, sondern nur Joghurt, Joghurtmilch, Müslimilch, Pudding, Desserts und dann eben als zweites Standbein haben wir jetzt seit ein paar Jahren noch Säfte und Smoothies, die wir abfüllen. Wir brauchen die Facharbeiter. Also die Facharbeiter bekommt man nur durch Ausbildung. Und man muss sich als Unternehmen so attraktiv gestalten, dass diese Auszubildenden nach ihrer Ausbildung auch bereit sind, hier zu bleiben. Die Ausbildung bei der Molkerei Grobber ist deshalb so besonders, weil wir hier echt gut gefördert werden, gut aufgehoben sind und haben immer einen Ansprechpartner an unserer Seite, an dem wir uns wenden können, wenn wir Fragen, Probleme oder Ähnliches haben. Wir haben ein Grobber Reporter-Team bei uns. Das heißt, wir werden 3 Monate lang in einem Team unter das eigene Azubis zusammengewürfelt und dann müssen wir Beiträge für Grobber machen. Zum Beispiel, ich habe damals einen Drohnenflug machen dürfen um das Grobber-Gelände außenrum. Das war für mich super interessant, eine super tolle Erfahrung. Für mich immer der Moment, wo ich sage, das werde ich lange nicht vergessen. Und ich denke, das ist auch gerade das Schöne, weil es wird einfach viel Verschiedenes für die Azubis gemacht, was auch mal nicht zum Beruf dazugehört. Aber trotzdem, dass du siehst, du bist da und bist mittendrin und du bist nicht als kleiner Lehrling nebenhängen gestellt und bist halt jetzt da. Und, ja.